Hallo und recht herzlich willkommen zurück bei F1 2021. Jawohl, wir haben hier 13.000 Punkte rumliegen, 24 Millionen und wir haben eine Mail im Postfach. Und die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und diese Mail ist einmal, wir haben zwei Mails sogar. Die Trophäe von Belgien, geiler Shit. Und dann haben wir noch aktualisierte Fahrerwerte auf aktueller Karrierespielstände anwenden. So, außerdem, was auch neu ist, wir sollten eigentlich, wie soll ich sagen, einen neuen, nennen wir es mal, Fahrer haben oder einige neue Fahrer haben, denn durch das, dass ja das F1 2021 Update jetzt drin ist, sollten nicht nur die Fahrerwerte abgedatet sein, sondern auch die Fahrer. Und zwar sollten jetzt eben auch die Formel 2 Fahrer mit dabei sein von der Saison 2021, was ich natürlich mega nice finden würde. Genau, und das schauen wir uns jetzt auch mal an, schauen wir hinter. Verträge Fahrermarkt. Da haben wir es nämlich. Tag heuer Porsche, Red Bull. Jetzt pass mal auf. Gehen wir mal hier auf die Wertung. Dann sehen wir sowieso schon. Verstappen, Norris ist der zweitstärkste Fahrer im Feld. Hamilton nur noch Nummer 3. Sainz, Russell, Alonso, Leclerc, Gasly, Perez, Vettel nur mit 89, Stroll, Ocon, Tsunoda, Mick hat jetzt 88, der muss jetzt aus diesem Haas raus irgendwann. Giovinazzi, Latifi, Aitken hat 77, Giotto 76, Su 75, Matsushita 75, Mazepin gerade immer noch eine 74, genau wie Lundgaard, Drugovic, Callum Ilo, Dan Ticktum. Das sind aber noch keine neuen dabei, kann das sein? Daruvala. Hat denn Daruvala? Ne, Daruvala war schon drin. Giuliano Alesi, 68, Mario Sato, Roy Nissani. Das haben wir keine neuen Fahrer. Können auch mal kurz rausgehen ins Hauptmenü und nochmal reingehen, weiß ich nicht. Zurück zum Hauptmenü, ja. Qualifying für Formel 1, müssen wir schauen, ob wir es jetzt einfach noch gleich dranhängen. Moment, wieso nicht? Können wir eigentlich machen. Monza ist jetzt nicht so der überdimensionale Kurs, der so super schwer ist. Zum Glück. Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Genau, pass auf. Wird das schon eingetragen? Vielleicht kommen die neuen Fahrer praktisch auch erst dann mit, wie soll ich sagen, mit der nächsten Season. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. So, dann springen wir jetzt einfach nach vorne. Bin natürlich gespannt, wie sich das Ganze jetzt dann auswirkt auf die Teams. Verstappen natürlich als stärkster Konkurrent für unsere Weltmeisterschaft. Zusammen mit, gut, Mercedes, Red Bull entwickeln sich langsam an uns ran, nenne ich es mal. Na gut, das sehen wir jetzt wieder nichts. Das sehen wir erst wieder, wenn's Rennen da ist. Aber ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Zum, ja, was ich so schauen wollte, hier Strapazierfähigkeit, warum sind Leistung. Können wir da den letzten schon machen? Nee, können wir nicht. So schade. Okay, Übersicht zum Rennwochenende. Auf geht's nach Monza. So. Wettervorhersage ist eigentlich solide fürs Rennen. Entwicklungsupdate. Da sind wir natürlich jetzt drüber über dieses Belgien-Ding hinweg. Jetzt müssen wir mal schauen, was die anderen Teams gemacht haben. Mercedes wieder vorbei an Red Bull. Alpha schließt wieder zu Alpha Tauri auf. Ferrari noch vor McLaren. Die haben nichts gemacht. Alpha einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Haas vorbei an Williams. Williams ist wieder das schlechteste Team. Aston Martin nicht mehr auf demselben Stand wie Alpine. Ja, es bleibt alles in Bewegung, ist auch gut so. 30 Punkte haben wir Vorsprung auf Lewis Hamilton vor diesem Rennen. Dann würde ich sagen, Training 1, Qualifying Tempo, können wir nicht so viel falsch machen. Auf geht's. Wie gesagt, wir kennen die Strecke, wir kennen das Auto. Joa.
Manche Game-Crashes wurden übrigens angeblich gefixt, das heißt, es müsste jetzt wieder besser funktionieren, das Ganze. Hoffen wir es einfach mal. Okay, this is a Quali-Sim. We've estimated the times our closest rivals will be doing, so that's what we need to beat. Noch ein DHL? Kommt mir gar nicht so vor, als wäre das schon immer DHL gewesen. Oh, fühlt sich zumindest gut, oh, fühlt sich gut an eigentlich. So. Bin durch die erste Kurve durchgekommen. Sind hier super schnell unterwegs schon wieder, wenn ich mir das anschaue rechts oben. Kommen die kritischen Kurven. Die Kurven, wo wir gerne mal auch neben der Strecke sind. Haben wir Glück. Sind da ordentlich und viel schneller unterwegs. Program complete. Nice. Job well done. We got some excellent data with that run, so come on back to the garage. Good job, boys. Definitely a good job. 356,4 km/h. Gut, zurück in die Garage. Mission erfüllt. Dann würde ich sagen, simulieren wir mal kurz. We have two laps of fuel remaining. Verstappen 2,2 Sekunden langsamer mit Medium-Reifen. Lewis ist aber auf Medium auch nicht schneller. Gasly ist auch gut unterwegs. Passt. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatten. Passt, bin sehr zufrieden. So. Dann springen wir ins Qualifying und schauen mal, dass wir Lewis da auch abziehen können. Und dann fahren wir morgen den großen Preis von Monza. Runde 6 Qualifying. Wie gesagt, diese Saison von den Strecken her ein bisschen anders. Strecken ausgewählt, die bisher nicht so oft abgestürzt sind. Ob das am Ende die richtige Wahl ist, wissen wir noch nicht. Jetzt schauen wir erstmal, wie das Qualifying läuft hier in Monza. In Hoffnung, dass wir wie immer zumindest aus der ersten Startreihe starten. Ist ein Red Bull vor uns? Ein bisschen Platz, weil den Mercedes hinter mir ziehen will ich halt auch nicht. Let's fucking go.
Oh, ja, das war so nicht geplant. Expect significant performance issues until you come in and let us start repairs. Boah. Ja, da sind wir ein bisschen fliegen gegangen. Das ist genau die Kurve, die ich sagte. Da müssen wir aufpassen. Wenn du die Kurve nicht genau triffst. Boah. Junge, schade. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Leclerc, glaube ich, der da hinter uns ranbrettert. Wir stehen auf jeden Fall so nicht in die richtige Richtung, würde ich jetzt mal behaupten. Also, zumindest mein Gefühl, dass es so rum nicht so richtig ist. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ja, ab zurück in die Garage. Das war jetzt natürlich ein Satz mit X, der Versuch. War nicht gut unterwegs bis dahin. Aber gut, kein Stress. Brauchen jetzt erstmal Reparatur. Die Reifen sind auch hin. Sind eh alle draußen. Und dann haben wir sowieso gleich noch eine Messwert. Wie gut wir unterwegs sind. Und hoffen, dass der Unterboden wieder repariert werden konnte und nicht komplett im Eimer ist. Ricardo da eigentlich da draußen ist, vorne kommt das gleich noch Alpha Tauri raus. Könnte natürlich sein, dass der uns ein bisschen in Bewegung geht. Hoffen wir uns auch mal das Beste, dass es nicht der Fall ist. Das wird auch gleich hier weg sein. Also steht er richtig auf der Bremse. Da kommt ein Red Bull raus. Exakt. Bei diesem Rennen, es gilt mindestens Hamilton zu schlagen, diesen Vorsprung auf ihn auszubauen. Nächstes Jahr habt ihr euch hier Giovinazzi ins Team gewünscht. Müssen schauen, dass wir das hinkriegen, sollten aber schon deichseln können, an Geld fehlt es nicht. Na, fahren wir die Kurve zu eng. Ein bisschen Zeit, aber wir haben danach noch einen Besuch. Ja. Boah! Was ist denn jetzt los? Richtiger Flattermann hier. Die 1,20, 8, 7, 5 sollten wir auf jeden Fall unterbieten können. Die Frage ist halt, ob wir es die 1,19 auch noch unterbieten. So schlecht, wie wir uns gerade schlagen. Und schnellste Runde haben wir auch noch. Respekt, kann man machen. Kann man mal machen. Auch wenn es nur knapp ist. Raus, die fahren raus, fliegende Runde, auf geht's. Kann ich sagen, dass wir jetzt ein bisschen im Pulk fahren. Und das ist frei. Also, wir haben die schnellste Runde, wir müssen nur einmal noch eine schöne hinkriegen. Okay, 43 Sekunden. Alle anderen vor uns sind schon auf der Runde. Ein paar Hansel hinter uns werden auch noch mal fahren dürfen. Ich weiß nicht, warum Hamilton vom Tempo her so weit hinten ist, weil eigentlich, wie gesagt, das Auto hätte er dazu, dass er hier voll durchfahren kann. Das ist schon die erste Kurve nicht gut. Die nächste Treffer erwischen, vor allem die übernächste.
Und wieder! Eieieiei. Selbes Problem wieder. Ich fahre die Kurve eigentlich richtig an. Bisschen zu weit innen. Bisschen minimal zu weit innen. Ah, dieser. Wir müssen wegbleiben von dem Orangen hier. Das ist der hier. Zack, das Auto so dermaßen an. Nee, das ist aber saugfährlich, jetzt mal ehrlich. Hier. Der hebt uns praktisch in den zweiten rein. Wir könnten nicht mehr reagieren, weil er uns praktisch in den zweiten rein hebt. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein, oder? Dass er uns dann hier in den zweiten rein hebt, wir nicht mehr reagieren können. Weil der uns komplett aushebt. Ich versuche hier noch gegenzulenken, aber dann, ja, keine Chance mehr. Zack. Boah, und dann klemmt es uns hier irgendwie noch ein. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Daniel, so sollte das Auto nicht auf der Strecke liegen. Also, ist jetzt nur mal so eine Vermutung. Ist jetzt nur mal so eine Vermutung von mir. Also, ja. ich bin niemand, der das weiß oder... wie soll ich sagen? Der weiß, wie das Auto da genau liegen sollte, aber ich glaube nicht, dass es so sein sollte. Ja, beende die Session. Dann können wir nur hoffen, dass der Rest uns jetzt nicht an uns vorbeigefahren ist mit der letzten Runde. Nachdem wir das Auto so ärgerlich parken. Das Qualifying ist beendet und wir werfen ja, noch einmal einen Blick auf Louis nur von der 9. Verstappen, Daniel und Charles Leclerc. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ferrari auf 10 und 13 ist auch eine Enttäuschung. Das ist auch eine heftige Enttäuschung. Ich würde mir wünschen, dass Ferrari mal wieder zurückkommt. Müssen wir mal schauen. Ich habe so irgendwie noch nicht abgeschrieben, dass irgendwie doch noch alle 5 Seasons fertig kriegen. Aber gut, müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao und Frau, bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüssikowski.